Formation wird angeführt von einem Flugzeug Bravo 202. Das Flugzeug ist in Flugzeugen Alterung gebaut worden und konstruiert worden. Auf der linken Seite der Gähne ist auch ein Flieger, der in Alterung gebaut worden ist. Aus den 30er Jahren, der berühmte Bücker Jungmann. Und der grosse, schwere nebendran, auch ein Doppeldecker, ist ein amerikanischer Trainingsflieger aus den 30er Jahren, ein Boeing Stealth. Das war die Formation Apollo, die Sie vorhin gesehen haben. Und jetzt wechseln Sie dann wechseln in eine Formation Manta. Das heisst, nachher gibt es dann in der hinteren Flugzeug wechselt. Das ist ein Schwanzsättiger. Vorne in der Mitte, das ist das russische Flugzeug, der Tank 52, also von einer Bierin, die man drin sieht. Hinten hat es dann noch einen roten, britischen Flüger, auch einen alten Militärtrainer aus den 30er Jahren, der Chipmunk. Und ganz am Schluss links der Pilatus P3 und jetzt rechts hinten oben Pilatus PC7. Der PC Flugzeuge, die verschiedene Bauarten sind und der Geschwindigkeitsbereich von diesen Flugzeugen ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich und das verlangt von den Piloten ein riesengroßes Können. Jetzt haben sie recht, also ein Wechsel von Systemspezial durchschnitten, zurück nach links. Die Doppeldecker, die Sie jetzt sehen, auf dem Rückenflug, das ist ein ganz schönes Gefühl, wenn Sie das mal erleben im Fliegermuseum als Sitzgelegenheit. Meine Damen und Herren, der Böcker hat das Programm beendet. Er wird sich zum anderen Verband übergeben. In der Zwischenzeit sind Sie gerade oben am blauen Himmel. Boeing Stearman, Doppeldecker aus Amerika. Und jetzt zeigt er sich wieder. Der Boeing Stearman, den Sie hier oben sehen, ist eine wahrhaft starke Konstruktion aus den 30er Jahren. Auf so einem Flugzeug haben sämtliche Militärpiloten, die Bögen im Krieg nach Europa hochgelernt haben, fliegen. Er war sehr anspruchsvoll zum Leben fliegen, aber wer es da konnte, hat nachher auch mit einer schweren Maschine fliegen. Sie sehen ein Traversenmodell, das zeigt mit dem Rauch seitlich in Kulmination von Drehen und wieder zurück. Der Flieger ist 1500 kg schwer, hat einen sehr starken alten 9-Zylinder Sternmotor mit 450 PS und dementsprechend braucht er leider auch ein bisschen Kerosin. Trotz der Schwerfälligkeit sehen Sie, wie wendig das ist. Es ist ein extrem robuster Flieger. Zur Zeit, wo der konstruiert worden ist, war die Spezifikation, die verlangt worden ist, hat geheißen, es muss ein Flieger gebaut werden, der alles aushält. Selbst ein Absturz aus 30 Grad Winkel muss man können überleben können. Und das haben sie können bestätigen. Das war jetzt ein halber Rücken. Und auf dem Rücken hat er dann den Flieger wieder über die Längsachse gedreht und ist wieder vorwärts zurückgekommen. Das gleiche noch einmal. Es hat sehr gut gesehen, wie der Wind den Flieger von der Seite nach rechts geblasen hat, weil man auch sieht, dass der Wind den Rauch verblasst.
Meine Damen und Herren, das Firmen hat sein Programm beendet und rechts oben kommt schon der russische Trainer Jak 52 jetzt im Anflug Richtung Zentrum zu uns. Thank you.
sehen, er hat einen Durchstand gemacht, Starwert eingefahren und steigt wieder rum. Ciao Simi, bis zum nächsten Mal. Meine Damen und Herren, es geht Schlingel-Wecke weiter. Der nächste Pilot ist bereit und Herbert Weirater präsentiert Ihnen extra 300, einen Wettbewerbsflüger, und er wird auch alles kommentieren. Herbert, du bist willkommen. Es ist alles auf den Rücken geflogen worden. Für die, die es noch nicht gemerkt haben, es ist unwahrscheinlich, was so ein Wettbewerbsflieger alles machen kann. Es ist nicht mehr rein aerodynamisch, sondern man fängt da mit Präzisionsmomenten zu arbeiten, wo man mit dem Motor einen Zwick nehmen und mit einer Rückenfläche im richtigen Moment drückt. Das, was Sie jetzt sehen, ist eigentlich abnormal, wie alles mit Motorleistung und mit Präzisionsmomenten. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, plus 10, minus 8 G in diesen verrückten Figuren, die man jetzt geflogen hat. Unwahrscheinlich, das braucht das Training mit einem Formel 1-Pilot. Danke, und somit beenden wir unsere Flugveranstaltung für heute. Danke vielmals, dass Sie so zahlreich gekommen sind, und ich glaube, das werden wir noch nächstes Jahr wiederholen in dieser ähnlichen Form. Allen einen schönen Sonntag weiterhin. Merci vielmals.